Hallo, ich begrüße euch zu unserer Serie Lektionen richtig reiten. Mein Name ist Wolfgang Grust. Wir werden diese Serie jetzt jedoch auch ein bisschen umbenennen in richtig reiten lernen. Aufgrund der Nachrichten, die ich bekommen habe, sind Wünsche aufgetreten, wo ich den Leuten auch erklären soll, wie es geritten wird und nicht nur, wie die Lektion aussehen sollte. Heute betrachten wir den Schritt. Warum ist der Schritt so wichtig? Wir haben beim Schritt Lektionen in höheren Klassen, kurz Kehrt, Wendung um die Hinterhand, Schritt, Pirouette. Aber nicht nur für Lektionen ist Schritt sehr wichtig, sondern auch fürs Warmreiten der Pferde. Zu Beginn setzen wir drauf, reiten Schritt und da sollten wir schon eine Harmonie zum Pferd herstellen. Deshalb ist es so wichtig, korrekt Schritt zu reiten. Ich werde euch in dem heutigen Video den Schritt genau erklären. Es ist wieder etwas übertrieben dargestellt, dieses Pendeln, das ihr dann sehen werdet, damit ihr es auch wirklich wahrnehmen könnt. Der richtige Moment des Treibens ist gezeigt. Und wichtig ist immer, beide Beine dran lassen und dann kommt dieser Impuls mit dem Treiben. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Ich reite hier mit Royal Champ auf der Mittellinie. Wir sehen hier auch schon die gerade Richtung des Pferdes. Wir haben den biegenden Sitz bereits durchgenommen in einem Video. Gerade Richtung, darauf kommen wir auch noch zurück. Zu beobachten ist hier das Pendeln der Beine, das das Pferd unterstützt. Hier noch einmal in Zeitlupe. Das Pendeln mit den Schenkeln des Reiters ergibt sich aufgrund der Bewegung des Pferdes. Wenn der Pferdekörper nach links pendelt, drückt das rechte Bein nach. Wenn der Pferdekörper nach rechts pendelt, drückt das linke Bein nach. Daher diese hier zu beobachtende Pendelbewegung der Beine. Das linke Bein dran, das rechte Bein dran. Also die Pendelbewegung ergibt dieses Brustkorb nach links und rechts Bewegen des Pferdes. Noch einmal schön in der Originalzeit zu beobachten. Das Pferd ist nach links gerade gerichtet. Am Ende der Mittellinie wird es wieder nach rechts in Stellung geritten und gerade gerichtet. Hier sehen wir es nun auf einer gebogenen Linie. Von vorne wieder zu beobachten dieses Pendeln. Von der Seite sehen wir den Moment des Treibens. Und zwar immer dann, wenn das gleichseitige Hinterbein den Boden verlässt, können wir mit der Wade das Pferd unterstützen, um vermehrt abzufußen. Wir sehen hier rechts, links, rechts, links, rechts, links. Das rechte Hinterbein des Pferdes verlässt den Boden. Das ist der Moment, wo der Reiter mit dem Schenkel treibt. Das Treiben mit dem Schenkel ist immer vom Knie abwärts. Der obere, innere Teil der Wade ist der Teil, der treibt. Hier noch einmal etwas genauer. Das Knie ist dran, der Oberschenkel dran. Wir können auch noch einmal ein Video über den Sitz machen. Das Bein ist von der Hüfte aus flach gedreht, flache Oberschenkelseite liegt an, Knie liegt an und dann liegt die Wade an. Und der Teil der Wade, der am Pferd liegt, das Pferd berührt, ist auch der Teil, der treibt. Und hier haben wir immer dieses links, dann das rechte Bein, das linke Bein, das rechte Bein. Und die Wade des Reiters ist so lange dran, solange das Bein des Pferdes in der Luft ist, den Boden verlassen hat. Hier auch nochmal von hinten zu sehen. Rechtes Bein, linkes Bein, rechtes Bein. Ihr seht, immer wenn das Hinterbein abfußt, ist der Druck mit dem Schenkel da. Die Bewegung vom Sitz des Reiters ist immer mit dem Pferd mitzumachen. Das heißt, die Schrittbewegung ergibt sich aufgrund der aktiven Hinterhand, der Vorwärtsbewegung des Pferdes. Dadurch bewegt sich der Sattel und im Sattel sitzt der Reiter und deshalb machen wir nur die Bewegung mit, die der Sattel, sprich das Pferd, von uns fordern. Dann sind wir immer in der Bewegung. Noch einmal von vorne, um das Bild auch wirklich einzuprägen. Rechtes Bein, linkes Bein, rechtes Bein und wieder linkes Bein. Tief sitzender Reiter
Nun noch einmal in Originalzeit. Jetzt können wir das Pendeln, das Treiben schon etwas deutlicher sehen. So können die Pferde dann auch ihren natürlichen Schritt gehen. Hier einen Mittelschritt, auch den Nickbewegen des Kopfes, Halses, was ja das Kriterium des Mittelschrittes ist, ein fleißig schreitender Schritt. Das Pferd kann schön nach vorne ausgreifen, im Takt gehend, dehnt sich nach vorne und der Reiter geht mit der Bewegung mit. Biegender Sitz nach rechts, das Pferd kann auf dem Zirkel, auf der Tour schreiten. Ihr habt nun gesehen, wie man im Schritt richtig treibt, wie wichtig es ist, auch den richtigen Moment zu erwischen beim Treiben und auch wie man es spüren kann. Ganz wichtig ist auch das Treiben beim Schritt. Es wird nämlich der eine oder andere sagen, mein Pferd geht von alleine, ich brauche mein Pferd nicht treiben. Wir belasten, wenn wir uns in den Sattel setzen, den Rücken der Pferde. Dadurch, durch diese Belastung, geht der Rücken auch etwas nach unten. Über das Treiben mit der Wade aktivieren wir die sogenannte Beugerkette. Hier werden wir auch noch einmal ein Video machen, Beugerkette, Streckerkette, das Verhältnis dazu. Wir aktivieren mit der Wade die Beugerkette. Dadurch drückt das Pferd auch mit der Körperkernmuskulatur die Wirbelsäule nach oben. Das heißt, wenn wir die Wade dran haben, können wir die Pferde auch langfristig gesund erhalten. Das ist ein ganz wichtiges Thema, auch wichtig beim Ausreiten. Wenn ihr ausreiten geht, die Wade muss dran sein. Die Pferde vorne lang lassen, Seele baumeln lassen, jedoch die Wade ist immer am Reiten. Ich möchte euch das wirklich ans Herz legen. Beim nächsten Video machen wir die Lektionen, kurz kehrt, Wendung um die Hinterhand, Schrittpirouette. Unterschied, wie führt man es aus? Und wie gesagt, ich werde euch auch erklären, wie man es richtig reitet. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Üben.